In the stillness somewhere above. Guten Morgen, Baby. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen, Baby. Hast du gut geschlafen? Hey, Ma. Ich hab mich gehört. Das hat dich gehört. Cool. Und was hat sie gesagt? Oh, was hat sie gesagt? Guten Morgen. Ach so. Hey Mama. Leg. Hab dich lieb. Hab dich so lieb. Hab dich auch so lieb, Mama. Guten Morgen. Stimme ist etwas gereizt. Wir hatten alle ein bisschen Husten die letzten Tage. Schön, mal wieder zu vloggen. Echt cool. Was Husten? Ein Mango mit Brot. Nur Mango will ich. Und ich will noch gerne Banane dazu. Und Apfel. Nein, das will ich nicht. Du willst es nicht, aber ich will möchte nur es. Mango. Und Romy, was willst du frühstücken? Apfel. Mango machen. Magst du Müsli, Romy? Die lutschen gerade so eine Kindervitamintablette. Was ist da alles drin? Weiß nicht. Doch, ich weiß es schon, aber jetzt gerade weiß ich nicht. Die lieben das. Also ich finde es total intensiv, wenn man das lutscht, aber die finden es geil. Wie habt ihr zu mir und wir haben ihn. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Und das ist die Platz. Seit kurzem finde ich die Papaya einfach so unfassbar lecker. Ich weiß nicht, früher fand ich die so okay, aber inzwischen können die da rein. Mochte nur ich Papaya. Ich finde es voll cool. Mhm. Und interessant, wie sich dein Geschmack verändert hat. That you were lost and this is a clue. Love is forever. You're on your way to conquer your fears. In this dream of your own desire, there is someone calling your name. Love is forever. Love is forever. To believe you gotta let go. Das war der Geburtstagsvlog von Noah. Mal nochmal. Hat es dir gefallen, Romy? Mama, ich will nach meinem Geburtstag auch das kriegen. Zum Geburtstag wünschst du dir das? Mir auch. Wann hast du deinen Geburtstag, Leon? Juli. Du hast ja bald Geburtstag. Ja.
schauen. Und Janis ist am Arbeiten. Ich würde ja an so einem Schreibtisch keine Minute sitzen. So wie es da ausschaut. Inzwischen haben wir es schon Nachmittag und so langsam nähern wir uns dem Hauptthema dieses Videos. Wir essen jetzt noch ein paar Reste und gehen dann oder entfliehen dem rauschenden Wasserfall und gehen an einen schönen Spazierweg, den wir gestern bei jemand anderem in der Insta-Story gesehen haben. Also mal gespannt, wie das dann im Real Life aussieht. Auf jeden Fall gehen wir dann da zur goldenen Stunde hin, also wenn die Sonne sich langsam dem Horizont nähert und das Licht so wunderschön goldstrahlend wird. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. You always feeling lost. Ein Schmetterling. You're the one who can make it go away. Ganz dich lieb. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try. Der Bauch wächst und wächst und ich habe bald keine T-Shirts mehr, die mir noch passen oder Hosen, die stimmig sind. Da muss ich bald mal shoppen gehen. Und wie es sonst so noch in der 21. Schwangerschaftswoche bei mir aussieht, das erzähle ich euch gleich noch. Aber erstmal gehen wir noch ein bisschen spazieren. Boah, dieser Baum. Homie, nicht mit dem Bein wippen, film gerade. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. Ich hab mich gut gefangen. Oh. Ich freue mich schon so auf das Baby. Und es ist so cool. Die Kinder sprechen schon richtig mit dem Baby. Und Omi sagt immer, ob es wach ist oder ob es schläft. Und das Baby kriegt jetzt schon ganz viele Küsschen, beziehungsweise ich auf meinen Bauch. Er wird so geliebt. Before you, there was no one who understood. Sometimes but it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see. But it feels like you're the one who saves me. Hast du noch mal dein Handy? Ich will schauen, in welcher Woche ich bin. Und welche Woche? 21 plus 7 laut dieser Rechnung. Also fast 22. Ein ganz kurzes Schwangerschaftsupdate. Ich bin jetzt Ende der 21. Woche laut unserer Rechnung. Und es geht mir voll gut. Abgesehen davon, dass ich jetzt 3 Tage krank war. Also mit
Husten und Schnupfen und allgemeiner Schwäche. War aber okay. Also jetzt nichts Tragisches, nichts Wildes. Ich habe die Ruhe genossen, die viele, die ich gekriegt habe. Viel im Bett gewesen. Ja. Und wurde verwöhnt. Einige Nachrichten. Tatsächlich. Einige Nachrichten beantwortet. Kleines Schwangerschaftsupdate. Ah ja, wir waren im Schwangerschaftsupdate. Ja, Bauch wächst. Und der Bauch wächst schon größer als bei Marie und Romy, laut Gefühl. Also wir waren jetzt im Geburtshaus und ich habe mich auch untersuchen lassen von einer Hebamme. Ich kann nur sagen, Bauch ist jetzt 89 cm groß oder war es letzte Woche, war das ja schon. Ist schon für mich relativ groß. Bei Marie war ein Tag vor Geburt 99 cm, ja. Also das ist schon eine Hausnummer. Und für Romy 102 cm, also ganz zum Schluss. Mal schauen, wo das noch hingeht. Ja, und ich habe auch vor, demnächst auch einen Ultraschall machen zu lassen. Und eventuell lassen wir uns dann das Geschlecht verraten. Falls man das noch sieht. Also ich glaube, je größer das Baby wird, umso... Das Geschlecht kannst du natürlich immer... Ich kenne mich so nicht aus mit Ultraschall, aber es kann halt sein, dass es so... Ich kann mir halt vorstellen, dass es so liegt, dass man es einfach nicht sieht. Ah, okay, ja. Oder? Oder sieht man das immer? Naja, also unser Gedankengang diesbezüglich war dann, ja, ich meine, wir haben jetzt auch nur die eine Seite der Medaille gesehen, also bei Marie und Romy wussten wir es nicht. Und es war cool. Es war total toll. Ja. Und irgendwie sind wir jetzt so neugierig diesmal. Es ist irgendwie so anders. Ja. Und wir müssen einen Ultraschall machen, also beziehungsweise für die Flugreisen. Für die Flugreisen halt, dass wir da einfach eine Bestätigung, einen Attest haben, dass alles gut ist und dass die uns mitnehmen. Und die Position der Plazenta ist ja auch noch dir insbesondere sehr wichtig eben. Deswegen will ich sowieso einen Ultraschall machen lassen, also einen auf jeden Fall und den kann man dann auch einfach jetzt schon. Wenn wir dann alles zusammen machen können. Genau. Naja, vielleicht wisst ihr es dann auch schon bald, ob da ein Junge oder ein Mädchen drin ist. Schauen wir mal, vielleicht ändern sich unsere Gedanken ja auch wieder diesbezüglich. Falls euch unsere Blicke in diese Richtung wundern, da sind die Kinder sind gerade draußen und machen Yoga. Wir haben da so eine ganz schöne Playlist gefunden auf YouTube. Mit Kinder-Yoga-Liedern und die lieben das. Ja, und sind schon Profis inzwischen. Wir haben unsere Flüge nach Australien gebucht. Wir fliegen weiter nach Australien. Ja. Schon in 29 Tagen. Ja, 8. Juli. Am 8. Juli. Geht's nach Sydney. Ja. Und das finde ich insbesondere cool. Also ich war mit 11 Jahren ja schon mal mit meiner Familie in Australien. Da haben wir ein halbes Jahr gelebt. Eine halbe Stunde mit der Fähre von Sydney. Und es war für mich so eine prägende Zeit. Da war ich ein halbes Jahr nicht in der Schule, war jeden Tag surfen und habe Muscheln gesammelt. Und dann habe ich aus den Muscheln Schmuck gebastelt und in der Fußgängerzone verkauft und habe mit den Leuten in der Fußgängerzone Englisch gesprochen, habe ganz schnell Englisch gelernt, selber Geld verdient, mir ein Skateboard gekauft, etliche Eis gekauft. Und also für mich ist das so eine, ja, so eine prägende Zeit einfach. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt alles auf mich wirkt. Und über Weihnachten über Weihnachten da waren wir im Outback in Cooper Pedy. Das ist so der Ort, wo es Opale gibt auf der Welt, so Edelsteine. Und in einem Schmuckladen, also wo dann aus den Edelsteinen Schmuck hergestellt wird, habe ich dann zu meiner Mama gesagt, hier komme ich irgendwann mal mit meiner Frau wieder hin. Mit 11, was für eine Idee. Aber ja, ich wusste schon immer, dass ich früh Kinder haben will. Ich war da anscheinend schon recht klar. Da werden wir jetzt natürlich nicht hingehen, ins Inland von Australien. Wir sind dann 4 Wochen da, bevor es dann weiter nach Neuseeland geht. Aber irgendwie freue ich mich da so drauf, das alles wiederzusehen. Auch wenn es kalt ist, also wird wohl nicht jeden Tag ins Meer gehen, aber... Das wird sehr cool. Ich glaube, das sind echt die Kindheitserinnerungen von Jannis, die auch bei mir am meisten angekommen sind, von denen du am meisten sprichst und schwärmst sogar. Also ich habe von diesem halben Jahr, das war so in der 5. Klasse, einfach mehr Erinnerungen als die ganze folgende Schulzeit. Ist das nicht heftig? Also es ist einfach, das war
Und du hast fließend Englisch gelernt. Ja, ich war direkt am Anfang 2 Wochen in so einem Feriencamp, wo natürlich von der Schule organisiert nur englisch sprechende Kinder waren. Das heißt, ich war da jeden Tag nur mit englisch sprechenden Kindern und nach den 2 Wochen da konnte ich dann fließend Englisch sprechen. Und auch jetzt immer wieder so, das ist, ich kenne Wörter, wo ich mir denke, hey, warum weiß ich, was die bedeuten? So, was gibt es noch zur Schwangerschaft zu sagen? Ja, also, noch Schwangerschaft. Das Baby ist mega präsent einfach und es ist so schön, wie die Kinder auch das Baby schon mit einbeziehen und streicheln und den Bauch hören und die Marie, mit ihm sprechen. Die Marie wurde heute richtig getreten. Ja, die hat heute richtig gefühlt. Ich habe so ein Restless Legs Syndrom, nennt man das. Also unruhige Beine. Gibt es wohl auch außerhalb der Schwangerschaft, aber hauptsächlich bei Schwangeren ist das wohl bekannt. Ja, es ist so, wenn ich zur Ruhe komme oder vor allem abends, eben wenn man im Bett liegt, es ist so ein Gefühl, dass die Beine richtig kribbeln und wehtun. Also ja, kribbeln vielleicht nicht unbedingt. Ich kann das so schlecht beschreiben. Also ein unruhiges Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit meine Beine bewegen. Und es ist so, oh. Also das Einschlafen ist echt anstrengend, was die Beine angeht. Und Janis massiert mir da ganz oft eben die Unterschenkel und die Füße. Und das tut so gut. Also das ist echt ein großer Beitrag zur Schwangerschaft. Ja. Oder ich gehe zur Massage. Das ist hier auch wirklich so cool und so ein Luxus. Die sind so nett, die Masseure. Und ja, nicht alle, aber ich habe ein Studio gefunden, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und ja, die freuen sich auch, wenn ich komme. Ja, also du schläfst schon auch wenig in letzter Zeit. Ja, mein Schlaf könnte besser sein, das stimmt. Aber ja, ich habe eigentlich schon immer eher einen unruhigen Schlaf, vor allem seit ich Mama bin. Ja, das ist beim kleinsten Geräusch bin ich halt wach. Das Baby hüpft auf meiner Blase rum. Sind schon ziemlich müde, würde ich sagen jetzt. Ja. Gestern habe ich 3 Stunden geschlafen. Ja. Oder 4 waren es vielleicht, aber eigentlich geht es mir dementsprechend gut. Ach schon. Ja. Wissen gerade nicht mehr, ob wir noch irgendwas erzählen wollten oder nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Fragen? Ja, lass uns mal wieder ein Q&A machen. Ja, ich habe auch Bock auf ja, ein Q&A. Schreibt mal richtig viele Fragen, neue Fragen, irgendwelche Fragen, die es noch nie gab, Fragen, die es schon oft gab, Fragen, die euch auf der Seele brennen. Das ist super. Dann gibt's einfach ein Q&A. Ja. Voll gut. Cool. Ja. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.